Hallöchen, willkommen zurück zu Loop Hero, wo wir auf jeden Fall Metall sammeln müssen. Also, auf geht's. Mal gucken, ob wir das ein bisschen länger überleben oder ein bisschen besser überleben als die letzten Male. Denn da hat's uns schon ein bisschen zerwürfelt, muss ich sagen. Unglücklicherweise. Also der Schurke ist sehr zerbrechlich, aber ich möchte mich in den reinfuchsen. Auch gerade nochmal gelesen vor dem Start. Erhält 10% Bonusgedönse auf eine. Nicht Ressource, aber wie haben sie gesagt? 10% Bonus auf ein Attribut, zum Beispiel wenn wir. Guck mal gleich mal. Oder kann man das Ding noch nochmal nachlesen? Bin mir gerade nicht sicher. Die Weizenfelder hauen wir mal raus. Wenn wir ein Equipment-Teil finden, auf dem Eigenschaften drauf sind, dann gucken wir uns das gleich mal an. Dann kann ich das ein bisschen besser veranschaulichen, was ich da eigentlich gerade gemeint habe. Halt den Hain. Ja, komm, lass uns hier hinklatschen. Bitte gib mir irgendwas Nützliches jetzt gleich. Hey, Ruinen, nice. Komm, hauen wir gleich hier hin. Alright. Beispielsweise Angriffstempo. Also wenn ich das richtig verstanden. Moment, guck mal, ob wir das vielleicht irgendwann das noch mit drauf haben. Nicht wirklich. Okay, wir nehmen den Ausweichbonus auf jeden Fall. Ne, wir nehmen die zwei normalen Schwerter. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Ausweichbonus von 2% hier hätten. Lass es anders sagen. Wir haben momentan einen Ausweichen 14%. Wenn hier nochmal Ausweichen plus 2% wären, dann wären das eigentlich 16. Aber laut Schurkenbeschreibung müssten das dann 26% sein, weil wir jedes Mal, wenn wir einen gleichen Equipment-Teil haben oder ein anderes Equipment-Teil mit dem gleichen Bonus, erhöht sich das um 10%. Angeblich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt wirklich der Fall ist. Das müssten wir jetzt uns gleich mal anschauen, wenn wir eine Waffe ziehen mit extra Ausweichen beispielsweise. Dann könnte man sich das mal zu Gemüte ziehen. Ey. Konter statt Crit-Schaden. Ja, nehmen wir. Okay. Ja, dann würde es nämlich bei einem Schurken sehr viel Sinn machen, Sachen zu stacken. Komm, wir runsacken das. Wir runsacken das Village mal. Ah. Schön mit mir, ne? Ey, gleich mal weggekontert, die Scheiße hier. Komm, klatschen wir gleich mal hier oben hin. Die nächste Wiese. Ja, versuchen wir hier mal noch einen. Auf jeden Fall. Nee, passt schon. Versuchen wir hier einen Kristall hin zu klatschen. Ein silberner Anhänger. Ja, gut. Okay, der nächste Loop komplett. Hier haben wir Ausweichen plus 10. Oh, das ist schlechter als die Schuhe, die wir jetzt gerade haben, was Ausweichen angeht. Da hätten wir Angriffstempo drauf, na super. Das ist auch schlechter als die zwei Waffen, die wir haben. Wir haben die Runde echt nichts gekriegt, was sinnvoll ist. Ja, Wahnsinn! Klasse, dann laufen wir den nächsten Loop mit eigentlich exakt dem gleichen Equipment. Missfällt mir ein klein bisschen, muss ich sagen. Aber es hilft ja nicht. Ich will jetzt endlich irgendwelche Equipment-Teile haben, wo ich das prüfen kann, ob das mit dem 10% Bonus wirklich so funktioniert, wie das angegeben ist. Oder ob die mir Mumpitz erzählen in der Expeditionsübersicht. Ey, ein Eichenbett. Wow, ein richtiges Bett.
gucken, ob wir dazu kommen, das Bett mit nach Hause zu bringen. Denn jetzt hier nochmal die Chose. Das ist schon heftig am Anfang. Vielleicht sollte ich nicht so früh die Dörfer umklatschen. Ja, wir haben über die Hälfte unseres Lives hier verloren. Ist ungünstig. Um es mal dezent auszudrücken. Okay, was hätten wir hier? 10% fehlende TP. Beim Kontern Sachen zu stehlen. Ja, komm. Wir haben jetzt zwar momentan nur 12% Konter. Aber das wird sich schon noch ändern. Vielleicht sollten wir dann auf Konter gehen. Hey, Goblins, schön. Hurra. Oh, beim Kontern ist das Viech ausgewichen. Mensch. Gerade wo wir da vielleicht mal ein bisschen Goodies gekriegt hätten. Aber mei. Okay. Ausweichbonus 17. So, jetzt checken wir das mal. Wir haben momentan 14. Das sollten das eigentlich 31 werden. Es sind 34. Ach, warte. Wie komme ich denn auf... 14 plus 17. Da haben wir also 3% Ausweichbonus gekriegt. Nicht 10. Okay. Ich weiß nicht. Da nochmal Angriffsboost. Ja, was hätten wir hier Schönes drauf? Konter bleibt gleich und Angriffstempo. Okay. Also es sind nicht 10%, sondern scheinbar 3%. Bonus. Oh, oder es sind 10% Bonus von dem... Ach, nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie die das berechnen wollen. Wir nehmen es einfach so hin, wie es ist. Und ich krieg langsam ein bisschen Bammel. Ich werde hier einen Ghoul zumindest wegpacken. Verrecken wir wieder an dem Dorf? Wow! One-Hit weggekrittet. Sehr nice. Na, wir haben 30% Ausweichen. Das ist schon nicht verkehrt. Okay, wir können was vergessen. Ich lasse das Goblin-Lager. Pack hier ein Dorf hin und mach das Banditenlager weg. Nice. Oh, noch ein Dorf. Schnieke, da können wir uns richtig gut nach oben heilen. So, noch ein Mountain Peak. Gib mir noch zwei Felsen, dann bin ich zufrieden. Dann können wir auch Harpien spawnen. Felsen, nicht Wiesen. Okay. Ein Flammenwurm ist als Quest aufgeploppt. Ich was regulieren? Ja, hier unten müsste ich eigentlich regulieren. Da kommt zumindest kein Vierter mehr. Hat sich das Dorf geändert? Ich glaube schon. Ich glaube, das Dorf ist jetzt sehr positiv. Ja. Gut, was haben wir hier noch Schönes? Wir haben eins mit Ausweichbonus und eins mit Crit.
Das ist den Damage nicht wert. Was haben wir hier drauf? Angriffstempo und Magieschaden. Ja, nehmen wir. Wobei, 12% ausweichen? Oh, okay, wir nehmen lieber die 12% ausweichen. Überredet. Die 2% ausweichen Bonus, nein. 45% ausweichen? Hört sich gut an. Wir haben auch bald wieder ein Level up. Ein Vampirschloss. Oh, ich könnte die zwei Dörfer jetzt ummodeln. Da habe ich aber ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Wir machen eines. Quest failed. Oh no. Halt, dann können wir hier nochmal ein Weizenfeld hinmachen. Alter, das war unser erster Friedhof, den wir hingeklatscht haben. Jeez. Okay. Drei Kackvögel. Ja. Jeden zweiten Schlag ausweichen? Das gefällt mir. Und wir haben auch bald unseren Berggipfel am Start. Hey! Ja, den Fechtmeister nehmen wir. 10% Chance, zwei Ziele gleichzeitig anzugreifen. Das wäre, glaube ich, auch bei dem Boss in Akt 2 interessant, dass man dann zwei Spiegel auf einmal wegklatschen könnte. Heilung. Oh, Schuhe haben wir geschenkt gekriegt. Weniger ausweichen, aber 18% Konter. Wir kontern momentan gar nicht. Nee. Oh ja, weich aus. Und ich glaube, da haben wir gerade zwei auf einmal getroffen. Genauso wie jetzt gerade. Schneeke. Gefällt mir. Ein Felsen noch, komm schon. Nee. Gib mir den Felsen! Was will ich mit der Laterne? Noch ein Vampirschloss. Oh. Nope, bitte nope. Kein Vampirschloss. Ah, Ruinen. Nice. Setzen wir doch gleich mal hier vor unser Lager. Stufe 8 Schüchen. Hey. Ja, das sieht doch sehr nice aus. Oh, das sind auch mal Nummer 8. 20% ausweichen statt 12. Und rundum Schaden. Aber Angriffstempo und Crit-Schaden. 8% extra ausweichen, das wäre dann, dann wären wir auf 52. Naja, und ansonsten die ganze Chose, die wir hier kriegen? 20 bis 30, aber keine. Wir kriegen einfach beschissenes Gear. Oh, zwei Chronokristalle, hey. Ja, dankeschön. Dann heilen wir immerhin schon 64 am Tag. Was blinkt da jetzt gerade eigentlich immer? Noch eine Wiese, dankeschön. Ja, bereiten wir hier vor. Ein Quest-Goblin, no. Ah, der haut echt stark zu. Nice. Das ist ein bisschen blöd, dass man mit dem
dem Schurken scheinbar keine Regens ziehen kann auf Equipment. Weder pro Sekunde noch als Vampirismus. Das fällt mir ein bisschen. Du musst da halt wirklich drauf hinarbeiten, dass du ausweichst. Dass du nicht zu viel aufs Maul kriegst. Oder eben genug Felder hast, die dich dann wieder hochpäppeln. Also Felder, Dörfer. Noch ein Chronokristall, wow. Also die kommen jetzt aber sehr häufig. Sollte man mit denen vielleicht was anderes anstellen? Da hätten wir Konter drauf und Rundumschaden. Ah, nee. Lieber ausweichen. Okay. Da ist wieder sogar ein Questdödel dabei. Alter. Nice. Ein vergessen. Dankeschön. Oh, mach doch erstmal den kaputt. Jeez. Brauche ich das vergessen? Ja, komm, wir vergessen mal das Ding hier. Scheiß Goblin-Lager. Weg damit. Yay. Ruinas. Ah, die nehmen wir mal. Moment, die Ratenwölfe können wandern. Nehmen wir hier mit dazu. Zwei Holz abgegriffen. Oh, wir haben bisher nur drei Metallteile. Oh, endlich. Ja, da droppt einiges. Alter Lachs. Da haben wir wirklich einiges am Start. Okay, mit den Bergen holen wir uns noch ein bisschen Bonus von der Spitze hier. Und mit den Felsen aktivieren wir die Wiesen, die an dem Chronokristall stehen. Würde ich jetzt zumindest mal so in Angriff nehmen. Ah, hier hätten wir noch einen. Okay, jetzt kommen wieder die Würmchen. Weggekrittet wie blöd. Nice. Oh, neues Gear, neues Gear. Stufe 8. Ja, komm, dann müssen dann. Machen wir den Ausweichbonus mal weg. Stufe 10. Da holen wir uns den Ausweichbonus wieder rein. Was hätten wir hier noch? Angriffstempo und Magieschaden. Na gut. Anschüchen. Mehr Ausweichen, Crit, Schaden und Treffer. Du hast einfach nur Ausweichen. Okay, nehmen wir. Und als Rüstung... Ausweichbonus, hey! Nice! 51%! Hört sich gut an. Und ein neuer Trade. Senkt die Anzahl der auf dem Lagerfeld erhaltenen Objekte um 3, jedoch erhöht es die Qualität. Wir sind aber schon in Loop 7. Wow. Ich würde sagen, wir holen uns eine Hand mit allen möglichen Vergessen. Und jedes Mal, wenn wir was vergessen, heilen wir. Zack, gleich mal 10% geheilt. Haben wir noch was, was wir vergessen sollten? Nicht wirklich. Dann kann es schon sein, dass jetzt gleich was droppt. Na, nicht ganz. Aber wenn wir mehr als eine Karte kriegen, dann fällt ein Oblivion runter. Warte. Zack, wir vergessen die Dinger auch. Okay, jetzt sind wirklich zwei gedroppt. Eine Laterne. Klatschen wir einfach mal hier hin. Einfach nur, um hier schon mal was rumzubauen.
Jetzt kriegen wir eine Vergessenskarte. Ey, Ast rein. Okay. Wir hätten hier noch ein Dorf. Okay, zwei, die wir jetzt da ein bisschen heftiger gestaltet haben. Alter, das sieht böse aus hier. Aber das kriegen wir doch hin. Wir kriegen nur jeden zweiten Treffer Schaden. Das ist doch machbar. Okay, jetzt geht's los. Die ganze Chose. Ja, haben wir da schon ein bisschen aufs Maul gekriegt. Okay. 150 gekrittet, nice. Oh ja. Sieht gut aus. Wenn du jeden zweiten Hit ausweichst, dann ist das gar nicht mal so dramatisch. Sagt er jetzt und dann kriegt er gleich wieder so aufs Maul, dass er weinend zu seiner Mami läuft. Uiuiuiuiui. Ey, Wiese, nice. Und eine Laterne, ja, bitte. 120 TP pro Tag. Auch nicht verkehrt. Nice. Einen heftigen Berg. Schnicke. Noch ein Dorf. Ja, komm, lass uns doch hier noch eins hinklatschen. Warum denn auch nicht? Bin in einem Dorf groß geworden. Da können wir auch ein paar Dörfer hier hinklatschen. Nice, dass wir den Questdödel ganz am Ende machen. Schau mal, die anderen weggerotzt haben. An den Friedhof. Machen wir hier hin? Denn bevor wir überhaupt... Also die können nicht assisten. Die können nicht assisten hier. Weil wir natürlich bei denen zuvor am Start sind. Ja, die HP ist jetzt unplanmäßig da gelandet. Nice. Einfach mal weggekrittet. Beide. Momentan fühle ich mich richtig stark. Schade, dass wir Stand jetzt den Boss nicht diesen Loop holen können. Oder? Hm. Könnte knapp werden. Ich glaube, noch ein oder zwei Platzierungen bräuchte es. Kriegen wir nicht hin, schade. Sonst hätte ich ihn jetzt schon geholt. Okay. Dann gucken wir uns zuerst die Schüchen an. 21% ausweichen, okay. 31% ausweichen, ja. 72% Ausweichwert. Krass. Hier würden wir... Nee. Ausweichen bleibt gleich, aber mehr Max-TP, danke. Da würden wir mehr Schaden machen. Und anstatt rundum Schaden? Ja. Oh, ein Level 11er. Deutlich mehr Schaden. Angriffstempo und Konter. Gib. Da ist nur Angriffstempo drauf, kein Ausweichwert, schade. 72% ausweichen. Das
fühlt sich sehr stark an. Und wir könnten das sogar noch erhöhen, wenn wir eine zweite Waffe mit Ausweichwert kriegen. Hoch. Das fühlt sich sehr, sehr powerful an. Komm, wir spawnen den Endgegner. Die Lichtpalaces können wir mit Oblivion aus dem Leben kicken. Genauso wie das da. Aber ich warte bis mit dem Löschen, bis wir uns mal heilen müssen, denn 10% Max Life werden gehalten, wenn wir was rauslöschen. Sollte man im Hinterkopf behalten. Den lassen wir jetzt auch mal. Ich glaube nicht, dass der noch triggern wird. Die Felsen kommen hier hin. Noch eine Laterne irgendwo? Ah, doch hier oben. Zack, ein Gegner weniger. Ach ja, was wir hier alles wegheilen, nice. Noch ein Friedhof? Ja. Zack, mit Bergen eingekesselt. Machen wir so den Friedhof. Ja, klatschen wir hier hin. Ich fühle mich gerade leichter und besiegbar. Und das ist nicht gut. Lupe des Juweliers, hey. Sehr schön. Naja, noch eine Wiese. Nice. Ja, und so unbesiegbar sind wir nicht. Sind auf 1200 unten. Ah, neuer Tag, wieder vollgehalten. Na gut. Noch ein Weizenfeld. Können wir momentan nirgends hinklatschen? Ey, alles ist voll gebaut. Wir bräuchten, wenn dann hier noch einen. Und da. Alter, 72. Krank. Wieder vollgeheilt. Sehr nice. Yes, noch eine Wiese. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir sind momentan auf 4 Metallteile. Laterne. Komm, klatschen wir einfach hier mit dazu. Okay, wir haben noch ein klein bisschen Weg vor uns, bis wir zum Endgegner kommen. Daher können wir uns das mit dem Vergessen ein bisschen aufsparen. Ich will die Weizenfelder nicht. Oh, ja. 3 TP nach einem Kill. Kind des Waldes. Eine Wolfsratte kann mir zu 75% Chance zur Hilfe beim Kampf. Das ist sehr nice. Zum Beispiel jetzt gerade. Lenkt Gegner ab, haut auch selber zu. Oh, jetzt auch. Sehr gut. Hält wenigstens ein bisschen die Gegner ab. Was wir hier an Bergen kriegen. Ups, und ein Vergessen ist weg. Dann als Fels bräuchten wir hier noch einen. Das machen wir gleich weg.
bevor ich es vergesse. Ja. Alright, nach dem hier geht's zum Boss-Battle. Von daher sollten wir hier die Teile noch wegmachen. Damit sind wir auch voll geheilt. Und auf geht's! Oh, die Würmer helfen beim Bosskampf. Das wusste ich nicht. Das ist ja krass. Aber wenn man sich das mal so anschaut, was wir ausweichen, ja. Der hat keine Chance. Und da ist er weg. Wahnsinn, das ist unmöglich. Nice. Sandsack. Wahrscheinlich, weil man ihn fünfmal umgeklatscht hat. Wir könnten uns Ressourcen, glaube ich, mitnehmen, oder? 2% Chance, eine ganze Ressource zu erhalten, statt der Scherbe. Oder die Ressourcengrenze, Obergrenze erhöhen. Ne, wir nehmen mal das Zeug. Wir bleiben noch einen Loop. Oh. Wir bleiben auf jeden Fall noch einen Loop. Hoffentlich zerstört uns der nicht. Den hier können wir nicht spielen, wo wir wollen. Wir brauchen eigentlich keine mehr. Okay, so. Was hätten wir hier? Ja, ich würde den Ausweichbonus schon gerne mit behalten. Ausweichbonus, das wären 25. Wir haben da jetzt gerade 31, heftig. Na, da ist Crit-Schaden drauf. 31 bleibt gleich. Hier gibt es keinen Ausweichbonus. Damn. Sollen wir dann den Speer umändern? Oh, warte! 75%. War auf dem Speer Ausweichen drauf? Wenn... Oder ist... Ah, Ausweichen, 75% ist Maximum. Okay. Na gut, wenn das das Maximum ist. Dann könnte ich da eigentlich auch ein bisschen wieder runtergehen. Ja, 73% passt, würde ich sagen. Die Folge ist schon 33 Minuten lang. Komm, was soll's. Den Loop nehmen wir noch mit in die Folge. Und danach werden wir auf jeden Fall das Weite suchen. Jetzt bin ich gerade zum Überlegen. Ist das die Zelle nach unserem Lagerfeuer direkt? Ja, und da können wir nicht mehr raus. Okay. Habe ich jetzt nur gucken wollen, falls die Möglichkeit bestünde, dass man nach eine Zelle nach dem Lagerfeuer verschwindet, hätten wir das natürlich gemacht, um hier nochmal ordentlich Tokens einzutauschen. Da das aber nicht der Fall ist. Zack. Nächste Runde bitte Abmarsch. Alrighty. Den könnten wir eigentlich noch hier hinklatschen. Die Weizenfelder interessieren einen jetzt nicht mehr. Der Chronokristall hingegen könnte noch nützlich sein. Könnten hier einen hinklatschen, jo. Müssen wir nur gucken, dass wir... Noch einer? Ja, den behalten wir jetzt einmal kurz. Ja, ja, nochmal Ruinen. Kriege ich die auch nochmal irgendwo hingeklatscht? Nein!
könnte natürlich auch hier was weg... Achso, das sind Weizenfelder. Könnte den hier rausnehmen, Ruinen rein. Zack. Zwei Metallbrösel mitgenommen, nice. Den letzten Oblivion hebe ich mir aber auf, falls wir irgendwo gegen eine Wall of Monsters kämpfen müssten. Oder falls ich noch ein Dorf irgendwo hinschmeißen mag. Gucken wir mal. Wo wäre das denn noch sinnvoll? Wir könnten aber auch den da rausnehmen. Ah, das... Das bringt mir die Dörfer aber nicht zurück. Auf Normalzustand. Ah, das war wieder mal völlig lost. Völlig lost. Aber wenigstens kriegen wir die Karte sozusagen wieder zurück. Ja, die Weizenfelder sind irrelevant. Ja, wobei... Wir sind momentan... Stehen wir gut im Saft, von daher müssen wir jetzt das Oblivion noch nicht benutzen. Und es läuft noch immer gut. Ich bin ein bisschen skeptisch. Das verleitet einen nämlich immer dazu, noch einen Loop zu machen. Und dann würden wir, wenn wir draufgehen, alle möglichen Sachen verlieren. Das wäre wiederum nicht ganz so cool. Aber es fühlt sich momentan gut an, was wir hier machen. Da oben ist der Crystal. Oh, Questbelohnung. Und noch eine Chrono. Ja, den Chrono-Kristall. Chrono-Kristall! Die Chrono-Kristall. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Ist eigentlich 3 das Maximal-Dingsbums, was wir hier mitnehmen können an Schätzen? Schätzen, Artefakte, wie auch immer. Könnte vielleicht... 51 ist schon heftig, was wir da rausziehen. Wir sind schon bei 38 Minuten. Alter, hier sind 4 Viecher. Okay, das hier sieht schon tödlicher aus. Mal gucken, wie wir das überstehen. Falls wir das gut managen, dann bin ich fast schon bereit, noch eine Runde zu drehen. Einfach um die 60 Tokens nicht zu wasten. Momentan sieht das echt gut machbar aus. Das tat zwar ein bisschen weh, aber auch nicht tragisch. Ich bin sehr positiv überrascht. Moment, ist hier irgendwo ein böses Camp gespawnt? Ich habe es gerade nicht aufgepasst. Ja, hier. Das pusten wir mal in die Vergessenheit. Und euch gleich mit. Es sieht echt gut machbar aus. Wir laufen noch eine Runde. Na, wobei... Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Zumindest für mich. Oh.
Alright. Wir könnten jetzt raus. Allerdings haben wir auch richtig heftig Zeug gezogen. Rundumschaden 13. Da würden wir... Ich möchte schon den Ausweichbonus hier mitnehmen. Oder beziehungsweise nicht verlieren. Okay, neue krasse Waffen. Da ist ein Ausweichbonus mit drauf. 34 bis 52 könnten wir austauschen. Da ist auch noch ein Ausweichbonus mit drauf. Okay. Wir sind auf 59% ausweichen gerade. Wie schaut es bei den Schuhen aus? Da hätten wir ein bisschen mehr ausweichen. 31% ausweichen. Okay, 69, nice, Prozent ausweichen. Kann man lassen. Wir laufen noch eine Runde.